Ja, und das hier ist der Unterschied zur Kunstbrut. Man sieht nämlich sehr, sehr gut, wie die Henne langsam Kleinstbodenlebewesen und kleine Stückchen den Hühnern, den Küken unmissverständlich gibt und sie denen genau vor den Schnabel legt. Und sie wird auch von den kleinen Küken viel, viel besser als Mama erkannt, als wenn man das jetzt hier mit dem Finger macht. Wir können auch jetzt mal den Vergleich machen. Wenn ich jetzt hier mit dem Finger hingehe, die reagieren nicht auf mich. Und die sind erst ein paar Stunden alt, diese Küken. Also auf diesen Finger reagieren die zwar auch, aber nicht halb so gut, wie jetzt zum Beispiel auf die Glucke. Weil ich auch nicht die entsprechenden Geräusche dazu machen kann. Und da sieht man schon, dass es viel, viel weniger Arbeit ist, wenn man dann eben so eine Glucke hat, die sich dann auch auf die kleinen Hühner draufsetzt und die wärmt, anstatt wenn man denen alles zeigen muss und die ständig versorgen muss, ne?